Absprung. Oh, fuck. Okay. Duck dich doch nicht. Assi. Ah, Nase juckt, Nase juckt. Ach so, wo ist noch jemand? Oh, irgendwo feuert noch so ein Trebuchet-Ding. Sehr schön. Sehr schön. Wir können mehr. Na gut. Ich hab das Gefühl, hier kommt noch ein Bossgegner oder so. Stimmt, der General oder so, dieser todlosen Armee. No, Flara! Oh, die Mauli. Das war... knapp. Holy shit. Holy! Looten, looten, looten. Ich denke mal, das wird mein letzter Stopp werden. 4 Skillpunkte? 4? Okay. Mit Jump. Wow, das ist aber mehr so fancy Stuff. Das braucht man nicht unbedingt, denke ich. Mal schauen, ob ich Waffen upgraden kann. Was ich auch machen kann. Na gut, die Pistole ist voll ausgebaut. Dann werde ich mir lieber nochmal meine Shotgun krallen. Okay. Meinetwegen. Okay, jetzt geht's um alles. Um die Weltherrschaft. Nein, vermutlich nicht, aber... Irgendwie sowas in der Art. Achso, oh verdammt, jetzt muss ich die hier wieder machen. Hm, oh. Muss
überhaupt hin? Dahin. Hm? Kommt dort raus. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir werden es herausfinden. Dahin. Manchmal kotzt mich das schon noch an. Das ist immer wieder diese Verzögerung. Hört mich das eigentlich Pfeile hier? Nope. Na los, hoch mit dir. Hey. Was? Was? Auf den letzten Metern, Spiel, ernsthaft? Willst du mir das noch antun? So, geh da drauf, jawohl, danke. Und auf hier. Oh. So. Gegner. Okay, vielleicht sind wir da nur noch ein bisschen weiter. Ja gut, sehr gut. Arrow Climbing. Achso, ja, das kennen wir doch. Haben wir ja schon ein bisschen gemacht hier. Wo muss ich hin? Dahin. Nice. Ich dachte gerade, das wäre ein Schindelschuppen. Okay, hier rüber. Tarzan! Okay, weiter geht's. Ja, wohin? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ach da, ich bin so blind. Alright. Ist da oben hin. Okay. Oh. Ein paar Meter sind es aber noch. Ich meine, das Ende
ist zu sehen, glaube ich, aber sind auch ein paar Schritte zu tun. Und noch ein Feuer. Wollen wir nochmal Pause machen? Na komm. Ah, setzen wir uns nochmal hin. Schön ausruhen hier, nochmal Kräfte sammeln. Okay, das hat gereicht. Weiter geht's. So, und wo komme ich? Ich glaube, hier lang muss ich. Jede Menge Untote. So. Vorsichtig, ganz langsam, ganz langsam. Oh, oh, oh. Alright. Oh, da oben ballern ja schon welche. Lassen wir doch erstmal die Zombies hier. Boah. Was? Das war knapp. Das war knapp. Überhaupt nicht nett. Okay, okay, okay. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Easy peasy. Lemon Squeezy? Puff. Du kannst doch nicht sterben! Lass mich los! Ich muss den nicht retten! My life. Das war aber explizit hier. Hm, da ist doch keiner unter mir. Knapp. Ich glaube, der hätte mich beinahe wieder mit in die Tiefe gerissen. Ist nicht unbedingt das ist, was ich vorhatte zu tun. Ja, lass die mal falten. Darum wollen wir uns nicht kümmern. We'll do whatever we can to support you from here.
Thank you, Sophia. I'll take whatever help I can get. Granate. Überraschung. Nice. Wieso wird mir hier eigentlich... Ach, für diese Body Trap da, die ich jetzt machen kann. Na gut. Hätte ich da durchgehen können? Ja, das Ding ist einfach nur gelb. Okay, okay. Sortige Hilfe. Ja, das ist schon besser. Gebt mir all eure Munition. Achso, ne, hier rein muss ich nicht. Schon. Ist nur noch nicht down. Wow! Holy! So, ich dachte, ich hätte das Mikrofon aufgenommen. Nicht Mikrofon. Walkie-talkie. Point of no return. No base camps. Okay. Einmal noch gucken, ob wir was upgraden können, denn einen Skillpoint haben wir, glaube ich, nicht. AK und Pumpgun. Ich werde die mal upgraden. Rate of Fire. Was soll's? Nehmen wir alles. So, Leute. Das große Finale naht. Hier werde ich Konstantin begegnen, denke ich. All squads, I have a visual on Croft. It must not be allowed into the Chamber of Souls. Konstantin. Ich weiß nicht, welchen Spezialabfall ich gerade ausgewählt habe. Time, Lara. We're reloading. We're ready for launch
Shay. Just give us the signal. My weapons are no use against that chopper. Holy shit. Die alle nicht. Okay. Zombies. Und ich habe keine Munition mehr und hab's nicht gecheckt. Wo ist der? Gut. Schön in den Arsch geschossen, ne? Minute wäre super cool. Überhaupt keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss.
Okay, ich glaube, das waren alle hier. Oh, vielleicht auch nicht. Da sind viele. Muss ich da hin? Und jetzt auf jeden Fall gepanzerte. Also auch mit dabei. Ich sehe den anderen Typ nicht da hinten. Komm. Puh. Find an exit. Irgendwie hier in der Richtung. Oh, der Hubschrauber. Verdammt. Ah, fuck. Bitte lass mich nicht nochmal alles von Anfang an machen. Und doch, lassen Sie mich, aber hundertprozentig. Ah ne, echt nicht? Was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all of this for her. Don't you walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No, you're lying. He begged for his life. And when that failed, he begged for yours. You're wrong! Shut up! Just shut up! Burn in hell. Hat er verdient.
men are defeated. Your brother is dead. No! That's what Trinity has wrought. Death. And that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go? When you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world. Together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming! We're surrounded! Jacob, look out! The sword is not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done, another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please. I'm dying. This is my only hope. Sehr fragil, wenn ich das mal so zwischendurch einbringen kann. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. My dearest Lara. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them
Not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Ein klasse Spiel. Also, was ein Spiel mich so lange, so viele Stunden hintereinander gefesselt hat, ist schon etwas länger her. Ich finde, es war genau die richtige Mischung zwischen Erforschen, so Open-World-mäßig, und Story. Es war jede Menge Story mit reingepackt. Was ich sehr gut fand, war, dass der Hauptaugenmerk lag natürlich auf der Story um die Divine Source, aber es waren halt so viele kleine Nebengeschichten, die so nebenbei erzählt wurden, wenn man ein Grab geöffnet hat und erfahren hat, wer darin liegt oder für welche, was das für eine Einrichtung war, die man gerade erklimmt. Das Badhaus, die Krankenstation, das Eisschiff und was da nicht alles war. Das hat das sehr spannend gemacht, fand ich. Man hat immer das nächste Dokument gesucht, um das nächste Puzzleteil der Story irgendwie zu finden. Ja, Story war klasse. Die Charaktersteuerung war, also Gameplay-mäßig war es genial. Also, bis auf die paar Situationen, wo es wirklich nicht genial war. Also es ist wirklich manchmal so gewesen, man springt an eine Klippe und Man ist nach rechts gesprungen, sagen wir mal, und dann muss man nach oben springen. Man springt nach rechts und dann will man sofort nach oben springen. Und wenn man halt zu schnell war zwischen dem Wechsel zwischen D und B, dann ist der einfach nach, also sie, ist sie einfach nach rechts weitergesprungen, obwohl man eigentlich nach oben will. Also so bin ich bestimmt 3, 4, 5 Mal gestorben in diesem Playthrough hier. Also, ja. Ein klasse Spiel, wie gesagt, ich würde es jedem empfehlen, zu spielen, der auf diese Art von Spiel steht. Es ist klasse. Ich würde es am nächsten zu Uncharted einstufen, so genremäßig. Sehr viel Story, sehr viel Parkour-Gameplay, sage ich mal. Wobei man hier noch die Chance hatte, einfacher unerkannt zu spielen, sag ich mal. Also bei Uncharted bin ich irgendwann einfach nur Rambo-mäßig irgendwann durch die Level gelaufen. Das war, da war ich, bin ich aber auch zu schlecht an der PlayStation, muss ich sagen. Also, da bin ich kein großer Meister. Ja. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, die das hier gesehen haben. Und damit würde ich dieses Let's Play nun beenden. Bis zum nächsten Mal. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft?